Dezibel. In dem Moment, wenn Sie sich mit Akustik beschäftigen, stolpern Sie immer wieder über die Einheit Dezibel. Wofür steht das? Was soll dieses dB? In jeder Art von Skalierung immer dB. Warum machen die Akustiker das? Warum ist das notwendig? Wieso messen die einfach den Druck in Hektopascal oder in Millibar? Warum haben die immer diese Sonderskalierung? Ich erkläre den Hintergrund, die Notwendigkeit und wie man damit umgeht in diesen einfachen Videos. Okay? Und danach werden Sie sagen, okay, das ist clever. Das habe ich verstanden. Bleiben Sie dran. In der Akustik messen wir die Schalldruckschwankungen in der Luft und vergleichen diese Schwankungen mit der, die ein Mensch gerade noch so hören kann. So, wie vergleicht man das jetzt miteinander? Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie vergleicht man überhaupt zwei Werte miteinander? Da gibt es verschiedene Methoden. Vergleiche zum Beispiel das Gewicht von diesem Smartphone, das wiegt 150 Gramm, mit diesem etwas größeren Smartphone, das wiegt 180 Gramm. Da würde ich im Vergleich sagen, okay, dieses Smartphone wiegt 30 Gramm mehr. Schreiben wir es mal auf. Das heißt, ich nehme die 180 Gramm und ziehe davon die 150 Gramm, also meine Referenz, ab. Und die Differenz ist dann 30 Gramm. Ja? Auf diese Methode differenziere ich zwischen zwei ähnlichen Größen, indem ich die Differenz rechne. Nehme ich ein anderes Beispiel. Jetzt vergleiche ich das Smartphone mit diesem etwas älteren Camcorder. Der wiegt 300 Gramm. Da würde ich sagen, boah, der wiegt doppelt so viel. Ich käme gar nicht auf die Idee zu sagen, der wiegt 150 Gramm mehr, sondern das sind ja das komplette Gewicht von dem ersten. Also er wiegt ja nochmal die Referenz. Also sage ich direkt, der wiegt zweimal so viel. Das heißt, wir nehmen jetzt den ersten Wert, die 300 Gramm, und teilen ihn durch unseren Referenzwert und heraus kommt 2. Jetzt ist die Einheit hier weg. Es ist einfach nur ein Verhältnis. Das heißt, wenn der Wert den eigentlichen Referenzwert übersteigt, arbeiten wir in Verhältnissen. Da kommt es jetzt auf 5 Gramm nicht mehr an. Das wiegt ja mehr als doppelt so viel. Dann muss man nicht mehr so genau hingucken. Und mit dieser Methode arbeitet man bei großen Unterschieden. Also ich bin mit dem Fahrrad 5-mal so schnell wie zu Fuß. Oder ein Lastwagen wiegt 40-mal so viel wie ein Auto. Das funktioniert wunderbar. Jeder versteht das, ohne die eigentliche Grundeinheit kennen zu müssen. Man hat ein Verhältnis und das reicht. Dann machen wir das so auch in der Akustik. In der Akustik messen wir den Schalldruckschwankung P und vergleichen ihn mit unserer Referenz P0. Das ist die Hörschwelle, liegt so bei 20 µPa. Das ist jetzt nicht der exakte Wert, aber das ist ein globaler Standard. Alle nutzen genau diese Referenz, also behalten wir das, okay? Dieses Verhältnis kann natürlich jetzt zum Beispiel 10 sein. Ja? Dann ist das, was wir messen, 10-mal so laut wie das, was wir gerade noch so hören könnten. Das kann aber auch ohne weiteres 100-mal so laut sein. Oder 1000-mal so laut. Oder 10.000-mal so laut. Also in der Akustik ist die Dynamik gewaltig. Es kann sogar 100.000-mal so laut sein. Nein, das ist so, als ob, wenn ich das hier aufzeichnen würde, ja, dieser Linie, die geht hier nicht in diesen Raum. Das geht kilometerweit raus. Okay? Das heißt, wir haben ein echtes Größenverhältnisproblem. Diese Dynamik ist so groß bei Schalldruck. Das kann sogar 1 Million Mal größer sein als unsere Referenz. Das heißt, wir hätten jetzt hier eine, muss ich mal mitzählen, ja, 1 und 6 Nullen. Ne, genau. Das heißt, wenn ich jetzt hier zwei Werte miteinander vergleiche, sieht auf den ersten Blick gleich aus, aber warte mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5 und das sind 1, 2, 3, 4, das ist 10-mal so laut. Da gucke ich nicht mehr auf die letzten Ziffern. Ja? Da geht es einfach um ein Vielfaches, also um welche Dekade ist dieser Wert größer. Und ich möchte nicht jedes Mal anfangen, jetzt da diese Nullen vorm Komma zu zählen. Deswegen geht der Ingenieur hin und sagt, wir schreiben das mal ein bisschen kürzer, dass man das auf den ersten Blick sieht. Also dieses Verhältnis, ich habe da was gemessen, ist also eine 1 mit 5 Nullen, also mal 10 hoch 5. Ich muss diesen Wert mit 5 Nullen noch dran denken. Und dieser wäre dann hier, das ist 1 mal 10 hoch 6 Nullen. Jetzt kann ich auf den ersten Blick sehen, okay, das ist ja deutlich. Uha, das ist ja 10-mal so laut. Ne? Also diese Zahl ist eigentlich das, was jetzt so richtig ausschlägt. Wie komme ich denn da jetzt direkt dran? Da gibt es ja so eine Rechenoperation. Hat jeder Taschenrechner? Ja, das ist diese Log-Taste, ja, Logarithmus. Das heißt, ich messe die Schalldruckschwankung, bilde den Quotienten mit unserer Referenzwert und dann muss ich einfach nur noch den Zehner-Logarithmus von diesem Verhältnis berechnen und würde in dem Fall jetzt einfach eine 5 bekommen. Und bei diesem höheren Wert käme eine 6 raus. Das heißt, dieser riesige Dynamikbereich bei den Schalldruckmessungen haben wir jetzt runtergebrochen auf einen Wertebereich von 0 bis 5 oder 0 bis 6. Vielleicht haben wir es jetzt
ein bisschen übertrieben. Wie so eine Schulnote, ja, von 0 bis 6 irgendwie, das reicht ja auch da schon nicht. Ja? Ist das jetzt noch eine 2 minus oder ist das eine 3 plus? Ne? Wir müssen das ein bisschen verfeinern. Und haben wir am Ende den Punkt, dass wir dann nur noch mit Kommas arbeiten. Ne? Das ist jetzt irgendwie 10,4 und das sind jetzt 10,6. Und Menschen möchten nicht hinter Kommastellen gucken. Das ist so drin im Menschen. Also ich zum Beispiel Grad Celsius, ja, kommt sehr gut an. Besser als Grad Kelvin. Denn 0 Grad, da friert das Wasser und bei 100 Grad, da kocht es. Das ist so einfach. 0 bis 100, super. Kommt gut an. Oder man kriegt 20% Rabatt. Man kriegt nicht ein Fünftel Teil Rabatt. Was? Oder man kriegt auch keinen 0,2 Rabatt. Hä? Nein, wir nehmen einfach dieses Verhältnis, multiplizieren es mit 100 und dann haben wir aus 0,2 eine 20 gemacht. 20% Rabatt, ja, das ist doch eine Sache. Also dieser Wertebereich zwischen 0 und 100 ist nativ für Menschen, sehr gängig. Und dann sollte man denken, wenn man eine neue Einheit generiert. Also müssen wir jetzt irgendwie schaffen, das hier ein bisschen aufzupustern. Und da gibt es ja ganz einfache Möglichkeiten. Das hier ist zum Beispiel ein Meter. Und jetzt ist das hier, ja, das ist jetzt vielleicht ein Zehntel Meter, da bin ich auf diesen 0,1 Meter, wollen wir nicht. Dann multipliziere ich die Einheit einfach mit 10. Ja. Ist das nicht 0,1 Meter, dann ist das ein Dezimeter. Das Dezi sagt, das ist mit 10 multipliziert. Und das hat sich der Herr Bell auch gedacht. Er hat gedacht, dann nehme ich meine schöne Einheit und multipliziere sie einfach mit 10. Das heißt, hier in der Rechenvorschrift 10 mal den Logarithmus von diesem Verhältnis. Und dann komme ich auch auf Werte von 50 oder in dem Fall auf 60. Dann sind es aber keine Bells, dann sind es Dezibels. Schon mal gehört? Wir sind auf dem Weg. Das heißt, das ist die Formel, wenn ich ein dB, ein Dezibelwert rechnen möchte, 10 mal den Logarithmus, 10er Logarithmus von, in diesem Fall der Einheit P, die ich messe, zum Referenzwert fertig. Diese Formel mit 10 mal den Logarithmus kann man gut auf energie- oder leistungsbezogene Größen anwenden, wie zum Beispiel Watt. Der Schalldruck ist aber nicht direkt gleich der Leistung in der Welle. Das ist beim Strom ja auch so. Ich lege eine Spannung U an, die löst dann eine Stromstärke I aus, ja? Und U mal I ist dann erst die Leistung. Doppelt so viel Spannung erzeugt, ohmsches Gesetz, die doppelte Stromstärke. Also muss ich die Stromstärke gar nicht messen, sondern ich weiß, doppelt so viel U erzeugt doppelt so viel I. Also habe ich die vierfache Leistung in dem System. Also reicht es, wenn ich das U, die Spannung, einfach quadriere und dann habe ich ein Maß für die Leistung. Und genauso machen wir das auch in der Akustik. Das heißt, ich messe den Schalldruck, quadriere ihn und habe dann ein Maß für die Energie in der Welle. Aber welchen Druck nehme ich da jetzt? Ich nehme jetzt nicht diesen absoluten Druck von 1000 Millibar. Der hat vielleicht Einfluss auf das Wetter, aber das ist ja nicht der Schall. Uns geht es ja nur um die Schwankungen, also diese Wechsel um diese Mittellage. Aber welchen Wert nehmen wir da? Das ändert sich ja die ganze Zeit. Wenn ich jetzt den Spitzenwert nehme, wäre das falsch, denn der ist nur ganz kurz mal wertvoll, aber der ist nicht äquivalent zu der Energie, die da drin ist. Genauso wäre ein Mittelwert falsch, denn der Mittelwert ist null. Es geht ja immer um den gleichen festen Pol drum. Ne? Wir wollen einen Effektivwert. Ne? Das ist der Wert, ich schreibe es mein P effektiv. Dieser Wert, im Englischen wird es deutlicher, der heißt dann da P Root Mean Square, wird dann RMS-Wert abgekürzt. Und man hört schon Root Mean Square, das heißt, das ist die Wurzel aus dem Mittel. Das heißt nichts anderes als dieser Wert mit sich selber multipliziert, und das wollten wir ja machen, ist äquivalent zu der Energie in dieser Welle. Das muss man nicht weiter verstehen, das können die Geräte automatisch rechnen. Das ist eine ganz einfache mathematische Formel, welcher Wert da rausgenommen wird. Das heißt, was ich jetzt in der Akustik speziell mache, weil ich den Druck, nur den Druck messe, ich gehe hin und quadriere mein P und quadriere dann natürlich auch die Referenz, muss ja einheitenfrei bleiben. Das kann man auch anders schreiben. Da kann man auch sagen, das ist 10 mal den Logarithmus von P zu P0 im Quadrat. Und wer noch richtig aufgepasst hat damals in Mathe, der weiß, da gab es so eine Formel, wenn er oben, ja genau, ich sage, schreib es hin, das ist also dann 20 mal, das kann man vorziehen, mal den Logarithmus, 10er Logarithmus von dem gemessenen Schalldruck zu P0.
und haben dann aufgepasst einen neuen Wertebereich. Denn diese 2, die wir jetzt da rausgezogen haben, die kommt ja auch jetzt hier hin. Wir haben ja gesagt, das ist jetzt 20 mal der Logarithmus. Das heißt, wir haben jetzt keine 50 mehr, wenn das 100.000 mal so laut ist, sondern wir haben jetzt hier einen Wert von 100. Ja? Und wenn das 1 Million mal so laut ist wie unsere Hörschwelle, dann haben wir hier einen Wert von 120 Dezibel. Und jetzt haben wir einen Wertebereich zwischen 0 bis 100, 0 bis 120. Und genau das nehmen Menschen gerne an. So funktioniert es. Auch dieser ein Wahnsinns-Wertebereich können wir jetzt auf so einen kleinen Zahlenbereich zwischen 0 und 100 eindampfen. Nochmal zum Verständnis. Die Hörschwelle als Gewicht wäre das Gewicht einer Fliege. Unfassbar gering. Aber dann, wenn es laut wird, wo man sagt, boah, jetzt kommt aber der Schmerz, das ist das Gewicht eines Elefanten. Das sind Dimensionen, die wir jetzt wirklich im Zahlenbereich zwischen 0 bis 100, 0 bis 120 abdecken können. Das ist eine gute Sache. Und mit dieser Formel können wir anhand einer Druckmessung den Schalldruckpegel bestimmen. Einige Leute bezeichnen das auch als Schallpegel, gewöhnen sich das ab, das ist irreführend. Da gibt es nämlich einen Schalldruckpegel, einen Schallleistungspegel. Nein, wir reden hier vom Schalldruckpegel. Bleiben Sie mal eindeutig, werden Sie auch verstanden. Im nächsten Video schaue ich, wie arbeitet man denn jetzt mit dieser Rechnung? Was heißt denn jetzt doppelter Abstand? Was heißt denn jetzt höherer Schalldruck? Was heißt jetzt plus 3 dB? Dass man das mal so ein bisschen sortiert bekommt. Denn das Besondere beim Dezibelwert ist ja, dass ein plus 6 dB in Wirklichkeit eine Multiplikation bedeutet. Das ist erstmal schräg, hat aber riesen Vorteile. Das machen wir alles im nächsten Video. Dann haben wir es verstanden und dann ist auf einmal alles so viel einfacher. Ich glaube, diesen Zettel behalte ich. Die Frage kommt immer wieder.